Ja, grüß euch, Leidln. Und weiter geht's mit einer Runde Star Wars The Force Unleashed. Das letzte Mal bin ich ja da mehr oder weniger unfreiwillig rausgeschmissen worden, weil auf einmal der Kontrolle überhaupt nicht mehr wollen hat. Hat gemeint, jetzt mag ich nicht mehr. Und ja, alles neu gestartet. Der PlayStation eine kurze Pause gegönnt. Und jetzt geht's weiter. Nachdem wir den kompletten Abschnitt da jetzt noch einmal machen müssen, aber wirklich den kompletten. Juno, ich bin an einer imperialen Landebasis angelangt. Könnt ihr die Hangartür überbrücken? Ich weiß nicht, muss ich jetzt die Dinge auch wieder alle einsammeln? Diese Scharfschützen da mal erledigen. Das war mal der erste Scharfschütze. Da vorne waren, glaube ich, auch noch einige. Ja, und die Freunde da. Diese Blechroboter, die sind echt wirklich lästig. Vor allen Dingen, weil die so viel aushalten. Naja, das meine ich. Ja. Er ist so mit dem Parieren beschäftigt von diesen Blasterschüsse, dass er keinen Angriff startet. Jetzt haben wir den mal. So, jetzt hier mal. Mal einen Schuss. Da ist der nächste da hinten. Er gehört uns. Ja, das geht ich mal am besten. Ich hab ihn! Aber jetzt. Das zweite Blechchen ist erledigt. Ach, das muss ich auch wieder einsammeln da oben. Das hat er alles nicht gespeichert gehabt. Gut. Ah, habe ich den Scharfschützen da hinten jetzt getroffen? Genial. Einen mit dem anderen das Schlagen nennt man das. Bin ich jetzt wieder gestolpert. Wer schießt denn da schon wieder so aggressiv, was ich nicht blocken kann? Davon da drüben? Da drüben steht dieses... Ich sag's ja gar nicht, was ich jetzt sagen möchte. Okay. Uiuiui. So, werden wir wieder mal alles einsammeln. Die Holocrons, die lassen wir uns jetzt noch, weil wir wissen ja, was passiert, wenn da die Tür aufgeht. Da kann man die dann sicherlich noch ganz gut gebrauchen. Jawohl, immer gehen. Aber wirklich just in dem Moment, wo du am Knopf drückst. Perfektes Timing. Da ist schon wieder so was Dickes geflogen kommen. Naja, ist ja auch schon wieder. Ja. Okay, und jetzt geht das auf. Und jetzt haben wir da noch ein paar. Wahnsinn, wie viel das sind. Gesundheit sind. Ja, springen wäre nicht schlecht, wenn es auch ein bisschen tut. Nagelt ihn fest! Dass ich den nicht erwischt habe. Mach eine. Du sollst. Ja. Ja, sehr gut. Den haben wir jetzt einmal. Hat sich das ausgezahlt. So. Wo
sind jetzt diese komischen Dinger? Jetzt finde ich kein einziges. Zuerst sind es da kiloweiß herumklingen, aber wirklich zum Saufüttern. Und dann sucht man eines und dann braucht man eines. Gut. Was ist das hier? Oh, begrenzte Energie. Ja, diese Scharfschützen, die sind auch nervig. Das kann einem gar keiner sagen. Diese ständige Trefferei von diesen Scharfschützen. Na. No. Was ist das da, ey? Schau, ich komme da einfach nicht rüber. Wo steht denn diese Kreatur da oben? Ja, kaum bist oben, ist der weg. Das gibt's doch nicht. Bereit machen! Halt! Auf der Stelle! Und der hat mich schon wieder. Die sind so lästig, aber so gut und lästig, diese Scharfschützen. In Deckung! Los! Ja, immer nur am Weghopsen. Man kann sich nicht. Wo geht's denn da mal irgendwo rauf auf? Da, diese Scharfschützen, die ziehen da Energie ab. Das ist unwahrscheinlich. So, da drüben steht der. Und warum komme ich denn da nicht hin? Das verstehe ich nicht. Ja, ich möchte einfach nur einen Blitz machen. Na, endlich. So, das war mal der erste. Oh, die sind nervig. Ich möchte jetzt nicht wieder wegen so einem depperten Scharfschützen sterben. Bitte. Jetzt bin ich sauer. Ja, das kannst du laut sagen. Jetzt bin ich nämlich wirklich sauer schon. Ja, schnell, dass ich wieder ein bisschen Energie sammel. Ich brauche hier Verstärkung. So, das ist wurscht, denn nicht dein Schild nutzt auch nichts. So, da oben ist er. Ja. Aber jetzt kann mich der wenigstens von der anderen Seite nicht mehr treffen. Das geht wieder nicht, weil bis der den Proben hat, hat mich der Scharfschütze natürlich schon dreimal erwischt. Hey, halt! So. Wow, der war nervig. Maria. Aber jetzt haben wir es geschafft. Belohnung haben wir auch bekommen. Macht, Talent, Sphäre. Ups, wo geht's denn jetzt überhaupt lang? Da drüben geht's weiter, ne? Wo muss ich jetzt wieder hin? Oder unten? Ah, unten geht's weiter. Ein Aufzug. Ah, jetzt kriegen wir auch diese Kassel. Ah,
genau, den wollten wir haben. Und damit können wir jetzt in die Werft drauf fliegen, ne? Wenn wir das richtig gesehen haben. Richtig in Erinnerung haben. Na, weit sind wir nicht geflogen. Das war's. Das war alles. Ich glaube, wir fliegen jetzt irgendwo spektakulär in den Weltraum hinauf. Ist aber nicht. So. Wieder einer gepfählt. Pfählen. Tun wir pfählen. Ist da vielleicht irgendwo so ein Glitzerding versteckt? Weil das wäre ja genau so da dahinter irgendwo. Das. Ach Gott, nein. Wie blöd. Wie blöd. Jo, wir haben wieder mal das Problem der Ladezeiten. Okay, wir haben es geschafft. So. Das war, würde ich jetzt mal sagen, nicht sehr effizient. Das ist dein Ende. Du sprichst vom Ende. Schon was vom Pfählen gehört. Wow. Oi. Boing. So. So, so. Jetzt schaue ich noch einmal. Das mal halt von der anderen Seite, weil da war ich ja jetzt schon. Ah, da dürfte aber nichts sein. Gut. Aber das wäre so eine Stelle, wo ich das jetzt da zum Beispiel versteckt hätte. Wo muss ich jetzt weiter? Ach, das ist wieder so ein Aufzug. Ja, genau. Was denn? Oh, der Offizier. Ah, was entdeckt? Noch ein Offizierchen. Ah, machen wir Offizier im Spieß, ha? Huh? So. Die sind immer nur so dünn gesät, die Offiziere. Sonst sind immer nur Sturmtruppen als Kanonenfutter da. Die Offiziere sitzen alle in der Messe und machen einen drauf, ne? Ja. Okay. Konzentriert sich auf den Jedi. Na mal. Da gibt's deine Flugreise. Der schießt ihn wieder selber in den Rücken. Da ist wieder was zu. Oh, da. Verstärkt das Feuer, Männer! Genau, mach ich doch gerade. War das stark genug, das Feuer? Ich finde schon. Oben stehen ja auch welche, oder? In Deckung! Da muss ich den jetzt wahrscheinlich auch noch. Der war irgendwo da drüben. Habe ich den getroffen? Nein.
Warte mal, da ist ja was. Schauen, warum liegt das Teil jetzt auf einmal wieder da? Ah, da ist er diesmal. Hey, am Kopf gefallen. So, kann man da machen? Kann man da irgendwas erledigen da drinnen? Was müssen wir denn jetzt eigentlich überhaupt machen? Ich schaue mal auf die Missionsziele. Dringe in den mittleren Ring der Anlage vor. Okay, wir sind jetzt auf dieser Fertigungsanlage der Werft. Der lebt da oben noch. Den habe ich nicht getroffen. Na egal. Was ist da oben drinnen? Da gibt es oben auch noch einen Ring. Was gibt's da Schönes? Gar nichts.